Hello. Who are you? Doesn't matter. Welcome. You're safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Now, her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. Dead. It's breathing. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. Watch it. This is a journey deep into darkness. There'll be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why isn't she coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already dead. I can feel you coming. Shh. Quiet. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. That's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Look. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? She isn't alive. Look. Up ahead. You see it too. You promised you can. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Look around and you'll see them. The drowned, the sick, slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it. Always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her.
bravery only means something to those afraid of death. Then it was fear, runs far, far deeper. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Ja, warum werden wir nicht Teil dieser Geschichte? Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Herzlich willkommen bei einem neuen Spiel, was ich spiele. Es nennt sich Hellblade. Ich habe bei diesem Intro gerade richtig Gänsehaut gekriegt. Also entweder hat diese Frau richtig eine in der Klatsche. Die guckt uns nicht in die Augen. Wie unhöflich. Nee, da bleiben. Da. Oh, egal. Also... Ich weiß nicht, ob ich das mit reinschneide, aber zum Anfang kam so ein kleiner Text, dieses Spiel mit Psychosen und wenn du Psychosen gewohnt bist und so weiter und dann sollte man es nicht spielen, wenn du selber Psychosen hast, lass es lieber und so weiter. Ich bin von dem Intro echt beeindruckt. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nichts über dieses Spiel. Use your eyes. Die Stimmen befehlen mir, dich daran zu gehen. Dichter kann ich nicht. Jetzt? Der Blur-Effekt ist nicht so ganz gut, finde ich. Das hätten sie besser machen können. Okay. Ja, und aber kann ich hier irgendwas tun? Ne, Klick, Klang, ne, FE, ne, geht nicht. Leertaste geht auch nicht. Ne, cool. Okay, ich weiter. Aber trotzdem ist das ist atmosphärisch, ist das wohl ja, ist das ja heftig hier. Finde ich gut. Vielleicht ein bisschen schizos hier. Sie guckt vor allem die ganze Zeit irgendwie. Ich soll zurück. Nein, zurück gehe ich nicht. Ich gehe jetzt ins Wasser. Was haben die mit dieser Frau gemacht? Die dreht ja richtig am Rad. Nur die falsche Richtung.
Stimme sagt, nee, ist alles gut. Ein Licht. Knives across which lies the halls of hell, the place they call Helheim. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dilliand. Okay, wir sind also wegen unserem Liebsten hier, Dilliand. Warum kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich diese Flüsterstimmen? Alter Schwede. Ich weiß nicht, ob ihr das nachher mit einem 7.1er Headset oder so hört, aber mit Headset wirkt das auf jeden Fall am heftigsten. So viele Stimmen im Kopf. She wants her soul to be at peace. She needs to lay him to rest. Yeah. He's already dead. She can save him. There's nothing she can do. She thinks she's going to save him. She's not going to save him. She'll never make it. Do you know where you are? The bridge to Helheim. I forget its name. She forgets too. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? Ein verborgenen Pfad, okay. Das ist echt faszinierend. Also ich finde es gerade echt faszinierend. Diese Frau hat keine Ahnung, wie viele Negativstimmen in ihrem Kopf. Eine Erzählstimme und ein, zwei positive Stimmen. Was noch nicht so wirklich viel ist. Was ist das jetzt für ein Ding? Was ist das mit den Steinen auf sich? Oder ist das der Safe Point, wo man rangeht? Und das soll wahrscheinlich eine verborgene Fahrt sein hier. Glaube ich. Okay, mit F. Okay. Down, 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 that's the way. I like it. Balancieren müssen wir ja auch noch. Scheiße. So sollte ich balancieren, muss ich gar nicht mal zu von alleine. Ihre Stimme. Die letzte jetzt. Die hört sich so ein bisschen klarer an. Es ist auf dem 7.1, was ich eben schon sagen wollte, auf dem 7.1 Headset, man hört die Stimme manchmal echt hinten im Kopf, also echt aus den hintersten Lautsprechern ganz leise flüstern. Es ist echt irre. Don't kill me. I'm not one of them. I was just hiding. I find I live longer that way.
this. The bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Drew? Is that you? For my tales of the Northmen, they call me Druth. Liar. An old fool. Druth is my truth. Huh? It's good to see you again. You kept your vow. To guide you in this life and the next, I will tell you my stories of hell. If I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. You have to take a closer look to see. Why isn't she focusing? She needs to focus now. She needs to use her eyes. Ja, wie tue ich das? Ah, okay. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Also ich weiß, man sieht ja ungefähr diesen Umriss, aber was soll ich jetzt mit dem Umriss tun? Ach du. Jetzt das Zeichen finden oder was? Ernsthaft? Ach du. Look towards the gate. And the gate will open. Ach, weil die Äste sich da so. Ach, du kriegst die Tür nicht so. Okay. The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate? Good work, Lars. Das hätte sie jetzt nicht vorher aufstoßen können. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listened? When everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Another voice joined us. She was trapped in the room. They weren't real. What is that? What we are. Ich möchte schon gar nichts mehr sagen zu der Atmosphäre, das ist so grandios gemacht. Weil das sieht das sehr sicher aus. You can stand on the edge. Pretend it's going to be okay. But you know that death is near. Waiting for you to make that little slip. You can't just wish things. Eben muss ich so ein bisschen gegenbalancieren. Das sind Safe Points hier, ne? Ja, das sind Safe Points.
Ich habe eben gerade unten in der Ecke gesehen, wie sie es ganz kurz verändert hat. Also hier der Ladebalken kam. Also atmosphärisch haben sie es echt getroffen, das Spiel. Obwohl ich vorher keine große. Ich habe nicht wirklich Werbung oder sonst irgendwas zu dem Spiel gesehen, aber ich finde es grandios. Echt gut. Mal gucken, was dann noch so auf uns zukommt. Bin echt gespannt. Ein bisschen wenig Tutorial, also die Texte, also so erklären, welche Taste was ist etc. Das fehlt ein bisschen, aber vielleicht wollten sie auch einfach die Atmosphäre nicht kaputt machen. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Lass mich doch von dir verarschen. Angriff ist die beste Verteidigung. Und so viele vor allen Dingen. Vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold.
It will spread towards her head, the seed of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Zurt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. It won't open. How will she get through? Why won't it open? Why can't she open it? She needs to challenge the gods. She has to fight two gods first. Two gods? Two gates. Which will she choose first? One of them will kill her. God, this is gruesome. She's going to die. She's going to die. Which one will she challenge first? Be very careful, Senua. Choose a gate, Senua. Two gates, two gods. She's too scared. Which one? Also grundsätzlich flüstert hier keiner außer mir. Quatsch. Oh, Gottes Willen. Okay, ja, jetzt haben wir schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was uns erwartet. Alter Schwede. Die Fäulnis darf sich nicht ausbreiten. Man sieht es hier wunderschön an ihrem Handgelenk. Und wenn die ihren Kopf erreicht, dann ist alles verloren. Das bedeutet, es gibt eigentlich keine Möglichkeit. Außer, ich weiß nicht, kann man hier... Warte mal, ich gehe zurück. Hier kann man hier... Ach, hier ist auch die Steuerung. Schön. Fokussieren, E, bewegen. Bombardieren. Okay, aussehen. Fotomodus Home. Foto, was ist auch immer? Foto detektieren. F, ja, rennen und so weiter. Das haben wir schon. Schnellschlag, schwerer Schlag, Nahkampf F. Blocken, Left Control. Okay. Ausweichen, Spacebar. Was kannst du nochmal? Nein. Was ich jetzt eigentlich gucken wollte, war. Auf die Zeit. 30 Minuten haben wir schon wieder rum. Obwohl 30 Minuten sind es noch gar nicht. Kannst, das ist, glaube ich, auch noch Ladezeit von Ladebestand. Aber trotzdem lasse ich das erstmal bei diesem Vorgeschmack und wir werden uns in der nächsten Folge um diese Jungs hinter den Toren kümmern. Ich habe die Befürchtung, dass ich dieses Spiel suchten werde. Also durchgehend spielen werde. Deswegen bedeutet es, kann mal sein, dass ich Folgen schneide, ohne abzumoderieren oder anzumoderieren. Wenn ihr allerdings dieses Spiel desinteressiert verfolgt, dann werde ich es nicht weiter aufnehmen. Dann werde ich es aber für mich weiterspielen, weil ich es echt geil finde. Und ansonsten sage ich schon mal bis zur nächsten Folge. Viel Spaß beim Zusehen und lasst ein Like da und lasst einen Kommentar da. Kommentar, wenn ihr dagegen seid, wenn ihr dafür seid. Daumen hoch, Daumen runter. Ihr kennt das ganze Spiel. Und tschüss.